holen sich dann nochmal Flöten. Wenn das Ganze funktioniert. Aber erstmal müssen wir warten, bis sie gegessen haben. Das dauert wohl noch eine Sekunde. Ah, noch die letzten. So, das war's. Ihr zwei holt euch jetzt nochmal Holzhörner. Dann geht's mit dem ganzen... Ach nee, die haben wir schon positiv. Die hier. Jetzt mit dem ganzen Stamm zum Volk hinter den Bergen. Da ist der Häuptling. Mal sehen, was sie zu ihrer Überraschung sagen. Ja, mal sehen. Na? Ach so, ich muss jetzt gucken nach 2 und noch einmal die 3. Ich habe die Holzflöten gar nicht gebraucht. Es wurde ein neuer Stamm gegründet. Das hört man doch immer gern. Denn damit können wir das ganze Spiel abschließen. Lavendeldorf möchte mir ein Geschenk machen. Ach, jetzt kommt ja erstmal der Film, klar. Ja, sehr schön. Da haben wir das rote Dorf als Verbündeten bekommen, haben dann ein Totem dazu bekommen. Und wir entwickeln uns weiter. Yay! Das heißt, wir dürfen theoretisch der einzige Stamm sein, der so weit entwickelt ist. Wir dürfen jetzt 12 Stammesmitglieder haben. Was bedeutet, erstmal werden wieder 3 Babys dazukommen. Der ganze Stamm geht erstmal wieder futtern. Und noch ein drittes Baby. Gut. Das klappt wohl. Die Tiere wollen mein Futter stehlen, okay. Dann müsste ich doch erstmal auf das Geschenk annehmen. Angreifer in sich, das war mir so klar. Aber ich kann mich ja mit Steinäxten jetzt bewaffnen und das Dorf niedermachen. Was ist mit denen? Die sind auch mies drauf. Oh Gott. Wie sieht's denn aus? Oh. Oh, wieso sind wir denn abgesackt in die Pflanzenfresser? Sozial? Ich bin doch in die freundliche Ecke verflucht. Das geht doch nicht, dass ich da jetzt jemanden angreife. Verdammt. Was haben wir denn? Futter und Heilung. Heilstäbe. Angelsperre. Angelsperre brauchen wir ja gar nicht. Von daher. Könnte mal einer dieses... Nein, ich wollte das... Ja, dann führt er das Teil an, das ist ja auch egal. Und wir könnten noch einmal hier drüben vielleicht ein Baby, was auch immer. Oh meine Sperrkämpfer, warum? Schenke das gelbe Dorf. Nein, ist egal. Was hat der? Haustier.
Ah, okay. So. Dann darfst du ja auch angreifen. Haustier, Haustier, Haustier. Gibt keine Infos über mein Haustier. Ach, jetzt haben wir es domestiziert, würde ich mal tippen. Und was ist das denn? Oh Gott, sieht ja komisch aus. Naja. Gut, dann können wir noch einen mit Hörnern hier, mit Holzhorn gebrauchen. Die anderen zwei holen sich dann Sammelstöcke, damit wir wieder ein bisschen Nahrung zusammenbekommen. Würden wir denn dann hier Nahrung sammeln? Der eine hier Nahrung sammeln, der andere da. Haben wir jetzt zwei? Drei Wesen. Das ist jetzt die Frage, wie viele können da rein? Aber naja. Gut, dann brauchen wir... Nein. Wir brauchen nur die... Musikanten und Stammesführer, um dem gelben Dorf, was jetzt eh nur noch wenig Leute sind, ein Geschenk zu bringen. Mal sehen, ob sie drauf anspringen, weil umbringen wollte ich die jetzt nicht, weil meine Statistik viel zu schlecht ist, da ich irgendwie im Neutralen angefangen habe. Und dann sind drei... Wieso ist das da gesunken? Ich meine, klar, bei den drei Leuten, die ich getötet habe, wäre das ja sicher... Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ist ja ganz komisch. Was machen die Blauen? Die Blauen greifen wahrscheinlich das Lavendeldorf an. Nee, gar nicht. Der holt Früchte. Die sammeln Früchte. Na dann. Gut, gehen wir direkt auf den Häuptling los, damit wir da die Unklarheiten mal beseitigen können. Und, was haben wir jetzt? Was will er haben? Wir müssen auf 1. Der Rest auf 2. Der Rest auf 2. Nochmal die Flöten. So, da möchte wer mir was schenken. Da bin ich dann natürlich auch direkt wieder dabei, obwohl mein Häuptling jetzt erstmal hier zum roten, nee, blauen Dorf gehen kann. Das sind auch die Blaudorf, ja, blau, blaues, Blaudorf, wie auch immer. Da können wir dann hoffentlich... Oder dann werde ich da ein Feuerwerk zünden. Mal sehen, was bei rauskommt. So, mittlerweile haben wir 100 Nahrung zusammen. Ist auch schon mal was. Oh Mann, ich kann ja fliegen. Stimmt ja. Doch verfügbar. Und, oh, sie sind auf... Wow, jetzt sind sie positiv beeindruckt. Jetzt ist natürlich die Frage, greifen die immer noch an? Wo kommen sie denn her? Hier irgendwo, da. Ah, sie sind positiv. Moment, eine Sekunde, dann kann ich die ja auch gerade beeindrucken. Müsste nur mein Häuptling, glaube ich, noch kommen, damit das Ganze anfangen kann. Da ist er, okay. Und dann können wir also anfangen, die zu beeindrucken. 1. 3. Thank you.
wahrscheinlich zu wenig Marak, zu wenig Dudelpfeifen und zu wenig Didgeridoos. Was ist denn los mit euch? Ihr seid ja alle am Verhungern. So, aber der eine muss noch sein. Ja, hast du es verpasst, dass du dir ein Didgeridoo holen sollst, oder wie? Ja. So, Jungs, dann stellt euch mal an zum Essen. Wir haben ja jetzt genug Nahrung zusammen fürs Erste. Unter anderem der Chef braucht noch was. Und der eine Flötenheini hier. Wo sind die denn alle hin? Ach, die stehen an. Ah, da geht einer. Da hat einer wohl gefehlt in der Reihe. Na dann. Na, jetzt muss wohl noch einer warten. Na, komm auf. So. Bis wir alle durch sind mit Essen. Schon wieder alles hinüber. Nein, nicht ganz, aber... Naja, kümmern wir uns mal jetzt ums blaue Dorf. Versuchen, die zu beeindrucken. Mal sehen, ob es klappt. Ja, jetzt sind wir am Lavendeldorf vorbei. Brauchen wir... Sollten sie gleich da sein? Hab ich überhaupt den Häuptling erwischt? Oh ja, dort den Häuptling. So, auf geht's, würde ich doch mal sagen. Na? Rassen auf zwei. Zwei. Sehr schön. Jetzt kommt dann gleich noch der Film, wenn sie mit ihren Nummern fertig sind. Auf dem wir dann da feiern. Oder? Der kommt doch noch. Nein, Moment noch. Das blaue Dorf möchte mir was schenken. Na dann. Müssen sich meine Leute also erst wieder bewegen oder wieder mit davon kommen, aber ist ja egal. Interessiert ja eh nicht so wirklich. Von daher. Ja, da kommt das nächste Totem drauf. Das Totem des blauen Dorfes. Und. Ja, jetzt haben wir da hinten die drei Jungs. Meinen sind auf dem Weg hierher, nehme ich doch mal an. Essen haben wir durchaus noch genug, von daher... Oh ja, irgendwer sollte das mal annehmen hier. Bevor die hier ewig warten und dann angepisst sind, weil ich das Geschenk nicht annehme. Na komm, beeilt euch. Na also. Geht doch. Ja, haben die auch noch ein Geschenk? Nee. Dann, gehen wir noch einmal zum gelben Dorf. Zum gelben Dorf. Und beeindrucken da den Häuptling. Das sind 9 von 9. Die pennen anscheinend alle. Naja. Gut, dann sehen wir doch mal, dass wir hier die auch noch beeindruckt bekommen. Und dann... ja, sind wir hier schon durch. Gut, was haben wir denn jetzt? 3. Oh, verdammt. 2. 2. Zwei war das. Ja, einmal verpasst. Da habe ich 4 gedrückt anstatt 3.